Hallo, guten Tag und Dobar Dan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, euch geht's gut. Gleich gibt es wieder ein Vigga Gameplay. Nachdem ich eine Woche lang kein Vigga gespielt habe, habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich da ein anderes Spiel gezockt habe die letzte Woche. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Problem. Ich bin zurück in Vigga, aber es gibt ein Problem. Ich bin aus der Übung. Und weil ich nämlich bei Alan Wake, das Spiel, was ich die letzte Woche durchgezockt habe, Teil 1, bevor Teil 2 kommt, wollte ich unbedingt nochmal das Spiel nachholen. Und da muss man auch aimen und schießen und da ist es komplett anders als in Vigga. Also nicht komplett, aber schon anders vom Feeling her, dass ich jetzt festgestellt habe, boah, ups, oha, hey. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich sage nur Bad Aiming vom Feinsten. Also ich muss auch wieder reinkommen, aber ist ganz normal. Wenn man dann mal eine Zeit lang nicht spielt, dann ist man halt raus und dann muss man wieder reinkommen. Und wenn man dann wieder ein bisschen gespielt hat, dann hoffentlich werdet ihr die nächsten Tage auch sehen, dass die Lernkurve wieder da ist und dass man besser wird. Aber ist eigentlich ganz normal, dass wenn man viel spielt, auch wieder reinkommt und wieder besser wird. Aber im Moment bin ich echt nicht gut unterwegs, beiß mich da so ein bisschen durch. Und diese Runde, die ihr jetzt sehen werdet, wird euch Antworten liefern darauf, was ich genau meine. Ja, das schlechteste Aiming seit langem. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Im Tunnel der Tresor. Stark. Herzlich willkommen hier auf Fiske Fabrik. Ja. Was machen wir? Wo ist der? Große Siege da hinten, okay. Ah, jemand schießt schon mit Gewehr durch den regnerischen Tag auf Fiske. Dumpfe Schüsse hallen durch das Regendickicht. Okay, wir bauen hier einen Sender hin. Raumstation wäre auch hier hinten gewesen. In der hintersten Hütte, aber. Nee, lass mal. Oh. Scheiße. Er ist im Wasser gefangen. Er hat einen Schlüssel für die Beute. Wo ist die Beute? Oh, hier oben. Oha. Und wo kommt der Abwurf? Hier. Hör ich schon wieder jemanden? Nee, es ist mein Sender, der rauscht. Doch, warte. Nee, ist glaube ich nur mein Sender, der rauscht. Der nächste ist hier vorne in dem Haus. Mist, was mache ich hier? Ich will hier eigentlich hoch. Man kann doch hier hochrennen. Es ist nur nicht so einfach. Oder es geht doch nicht. Ey, so eine Kacke.
Also, normalerweise müsste man doch hier hochkommen, so. Aha. Alter, ist das kompliziert. Oh Gott, oh Gott. Oh, ein Troll. Wir nehmen ihn mit, oder? Eigentlich nehmen wir sie nicht mit, aber machen wir jetzt doch mal so. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo er ist. Man sieht auch kaum was, aber er war zuletzt in dem Haus da, ne? Da. Ob er da immer noch ist? Ja, mal weiß ich nicht. Finden wir jetzt heraus. Keine Hits. Oh, man kann aber auch fast nichts sehen, ey. Was ist da dahinter? Oh, ich hab knapp verfehlt. War er da gerade? Ich glaube ja. Oh Mann. Doch Mist. Wieso kein Headshot? No, no. Es ist mein größter Feind, ehrlich. Dieses Umschalten des Visieres. Nur noch 6 Schuss. Was haben wir aber? Dafür haben wir hier eine Menge Schuss drin jetzt. Okay. Telefon. Okay, da gehen wir ran. Telefonzelle. Oh, auf dem Berg. Vorsicht. Oh, weg hier. Auf dem Berg oder im Tunnel? Auf dem Berg, oder? Oder im Tunnel? Im Tunnel.
Ich hoffe im Tunnel, nicht oben drauf. Das ist so peinlich. Ich darf es nicht hochladen eigentlich, aber ich zeig's euch natürlich. Was für ein mieses Aim. Oh Mann, ich bin so schlecht. Was für ein mieses Aim. Null Schuss. Dabei ist doch die... Ach, das ist die Para. Ah, okay. Ich dachte, es wäre die A1. Mit der war ich doch eigentlich immer ziemlich zielsicher. Na gut. Tresor müsste ja noch da sein. Hier ist ein Schalter, aber wo ist der zweite? Ich habe noch den Schlüssel, aber der Schatz ist vielleicht schon weg. Man weiß es nicht. Sturmtroll. Jemand? Hm. Was ist eigentlich mit dem zweiten Schalter? Wo ist der? Ein Schalter ist hier. Der zweite ist hier. Hier sind beide. Top. Ja, sonst sieht es ganz gut aus. Okay, wollen wir noch versuchen, den Schatz zu holen oder was? Na, dann mal los. Ach, da kommt wer. Wartet. Der läuft hier rechts am Tunnel vorbei. Er hat gepinkt. Das bedeutet, er guckt jetzt da vorne. Wir machen jetzt einen Schuh. Mit dem Schatz, das wird nichts mehr. Ja, ja, wir hauen ab. Er hat meinen Sender aufgespürt und ist jetzt bestimmt oben am Tunnel am Anfang. Das verschafft mir Zeit, jetzt hier abzuhauen. Ich hoffe, dass jetzt niemand mehr beim Exit ist. Mal sehen. Nee, Raben müssen sonst jetzt kommen. Sieht gut aus, wir schaffen es raus. Oh, top. Schön mit dem Tresor, Loot
Yes. Okay, nice. Und über das Aim sprechen wir nicht mehr. Über dieses Aim am Tunnel. Naja. Überlebt ist überlebt. Ich sag's euch. Und da wäre jetzt natürlich der Schatz noch schön gewesen, aber der hätte auch weg sein können. Abwurf war auch noch irgendwo, aber die Tomate hat geklingelt, wir hatten keine Zeit mehr. Und wir hätten zwar Jod gehabt, sehe ich gerade. Da wäre vielleicht doch noch was drin gewesen, aber Munition war auch ziemlich low und mit der Waffe... Ich hasse diese Waffe. Nein, ich hasse sie nicht, aber ich kann mit der nicht umgehen, mit der Para. Und die macht nur block, 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 block. Diese Munition, die sie rausfeuert. Auch nicht so mein Ding. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß und... Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.